Hallo Leute, herzlich willkommen bei PoolDroid. Ich bin der Adam und ihr habt schon im Titel gesehen, heute geht es um die Anleitung zum Revo Super Connect Stereo. Ja? Also ich zeige euch, wie das Gerät bedient wird, wie ist das Menü aufgebaut, was kann man alles einstellen und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt das Radio bzw. die Kompaktanlage auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Und wenn ihr das Gerät dann das erste Mal einschaltet, ja, dann seht das so wie hier aus bei euch. Ihr könnt eine Sprache wählen. So, und ich habe vorher überlegt, wie mache ich das? Werde ich die gesamte Anleitung jetzt hier am Gerät machen, ja, mit den Knöpfen? Dann seht ihr natürlich immer mal wieder meine Hand. Oder mache ich das hier über die mitgelieferte Fernbedienung? Hier ist natürlich das Problem, ich muss immer sagen, was ich drücke. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich das so ein bisschen Freestyle mache. Ich gucke einfach, was ich mache, aber vermutlich werde ich größtenteils die Anleitung über die Tasten am Gerät machen, damit ihr halt seht, was ich drücke. Aber im Prinzip ist es so, alle Tasten, die ihr hier am Gerät seht, findet ihr auch größtenteils auf der Fernbedienung. Beziehungsweise auf der Fernbedienung findet ihr sogar noch ein paar spezielle Tasten, ja, die Bedienung erleichtern, wie das halt so bei einer Fernbedienung ist. Also, dann würde ich sagen, legen wir los. So, wie gesagt, ihr schaltet das Gerät das erste Mal ein und dann wählt ihr die Sprache. Und die Bedienung am Gerät funktioniert so. Ihr habt hier die Ein-Aus-Taste, ja, hier ist schon so ein Symbol fürs Ein- und Ausschalten. Hier ist die Select-Taste, also das ist gleichzeitig die OK-Taste zum Bestätigen. Und hier habt ihr einen Joystick, ja. Und mit diesem Joystick kann ich jetzt quasi nach unten gehen, ja, ich navigiere jetzt quasi. Und ich drücke so lange, bis ich Deutsch sehe. So, ihr seht, ich kann nach oben und nach unten. Ich sehe Deutsch, drücke Select. So, dann sagt er mir, ich kann mir gerne die Datenschutzerklärung angucken. Mache ich natürlich, wie immer, so auf Select, dann ausführen. Ja, und wenn ich jetzt auf Ja gehe, also auf Select, startet auch der Einrichtungsassistent. So, dann wählt ihr das Stundenformat, ja, 24 Stunden bei uns, ist auch hier schon vorausgewählt. So, dann könnt ihr auswählen, wie soll die Zeit, also die Uhrzeit aktualisiert werden. Vorausgewählt ist Aktualisieren von Net, das heißt aus dem Internet. Wenn ihr natürlich das Internet verbunden habt, und das würde ich natürlich machen, um zum Beispiel so Funktionen wie Internetradio nutzen zu können, würde er über Internet einfach die Uhrzeit aktualisieren. Ihr könnt aber auch ganz normal hier DAB auswählen, dann würde er über DAB immer die Uhrzeit aktualisieren. Ich stelle jetzt hier einfach mal DAB ein. So, und jetzt fragt er, ob die WLAN-Verbindung im Standby gehalten werden soll. Und das würde ich euch empfehlen, denn das kostet ein bisschen mehr Strom, ja, aber er hält die Verbindung im Standby und das bedeutet, wenn ihr das Radio jedes Mal einschaltet, ist sofort die Verbindung da und ihr könnt sofort anfangen, zum Beispiel Internetradio zu hören, Spotify und so weiter. Ja? Weil wenn ihr jetzt hier Nein auswählen würdet, dann würde das deutlich länger dauern, bis er sich dann wieder verbunden hat. Ja? Also hier auf jeden Fall Ja auswählen, ihr seht schon, ist hier auch vorausgewählt. Und genau, jetzt sucht er nach den WLANs in der Nähe, ja, nach den Netzwerken. Und während er das macht, wollte ich euch noch was sagen. Es kann sein, dass im Video bei euch das Display so ein bisschen flackert. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das Display hier in Wirklichkeit flackert. Nein, das flackert gar nicht. Das ist einfach, weil das hier so ein OLED-Display ist und die haben so eine ganz spezielle Frequenz, die auch so ein bisschen variiert. Und dadurch auf einer Kamera sieht das nach einem leichten Flackern aus. Aber wie gesagt, in Wirklichkeit flackert da gar nichts. Ja, ich habe es einfach nicht besser hinbekommen, dass ich die Kamera so einstellen kann, dass das hier nicht flackert. Ja, also macht euch da keine Sorgen. So, und jetzt sehen wir hier die WLANs. Ja, und bei mir, mein WLAN ist jetzt zum Beispiel das 5 WLAN 5 und hier unten das WLAN. Ja, das nennt sich also WLAN. Da war ich ein bisschen lustig und habe das so genannt. Ja, und 5 WLAN 5 bedeutet bei mir, das ist ein 5 GHz WLAN. Ja, ich habe einen Router, der 5 GHz und 2,4 GHz unterstützt. Wie eigentlich heutzutage jeder moderne Router. Und das zeigt euch also, das Gerät unterstützt also auch 5 GHz, ja, per WLAN. Weil es gibt auch ein paar Router auf dem Markt, die auch nur noch 5 GHz unterstützen und nicht mehr 2,4. Also da müsst ihr euch also keine Sorgen machen. Ja. Und ja, ich wähle jetzt hier einfach das allererste aus, hier wieder auf Select. So, und dann haben wir die Möglichkeit, das über WPS zu machen. Ja. Und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Denn so vermeidet ihr quasi das Passwort manuell eingeben zu müssen. Und ein moderner Router hat normalerweise auch so eine WPS-Taste oder vielleicht so ein Plus-Symbol, womit dann die Verbindung schneller geht. Ja? Also ich drücke jetzt hier auf WPS.
So, und dann steht, dass man am Router die WPS-Taste drücken muss und das mache ich jetzt mal. So, ich habe jetzt am Router die Plus-Taste, also bei mir ist es so eine Plus-Taste, das ist aber die WPS-Taste gedrückt. Dann drücke ich jetzt hier auf Select und das SuperConnect Stereo sucht jetzt quasi das WLAN. Ja? Also er sucht jetzt im WLAN nach einem Gerät, was WPS aktiviert hat und dann werden die untereinander die Verbindung ausmachen. Ja? Also das Passwort und so weiter, damit das WLAN funktioniert. Also das dauert auch nur ein paar Sekunden. Und ja, und dann klappt das. Und ihr seht es schon, es ist verbunden, ja. Und der Einrichtungsassistent ist also quasi jetzt abgeschlossen. So, und jetzt klicke ich auf Select. Ja, und das ist abgeschlossen. Wir befinden uns im Hauptmenü, ja. Und ich würde jetzt mal aus dem Hauptmenü rausgehen, ja, indem ich jetzt hier einfach erstmal irgendwas, oder oh, das ist jetzt die Lautstärke. Genau, ihr habt hier den Lautstärkeregler, das habt ihr jetzt gerade gesehen, ja. Ich wollte jetzt mal aus dem Hauptmenü rausgehen, indem ich einfach irgendwas auswähle. Ja? Also einfach hier wieder, zack, ich gehe mal auf DAB. So, und er macht im DAB-Modus direkt einen Suchlauf. Ja? Also wenn das Radio frisch eingerichtet ist, ich mache es mal leiser wegen Urheberrecht, wenn gleich die Musik losgeht, er macht dann automatisch einen Suchlauf. Ja? Also ihr müsst den Suchlauf jetzt nicht automatisch manuell anstoßen, sondern das passiert automatisch. Ja, und der Suchlauf ist fertig, dauert auch nur ein paar Sekunden und er findet alle 42 Sender, die ich hier bei mir in Neuwied, ja, das ist in der Nähe von Koblenz, finde. So, und dann bin ich auch direkt schon in der Senderliste und ihr könnt jetzt einen Sender auswählen. Ja, ich wähle jetzt hier mal 90s aus, okay. Es wird die Verbindung hergestellt und es wird abgespielt. Ja, und ihr seht hier im Display ganz normal den Interpret, den Titel, in welchem Modus ihr seid, also DAB, die Uhrzeit, welcher Sender und ein paar Symbole. So, und hier unten seht ihr, hier steht Presets, ja, also ihr habt 7 Preset-Tasten, da sind also Favoritentasten, um eure Lieblingssender abzuspeichern. Und sagen wir mal, ich will jetzt 90s auf die 1 speichern, dann ist das wie bei vielen anderen Radios oder Kompaktanlagen so, ihr drückt einfach lange die Taste, auf die ihr das speichern wollt und dann wird der Sender dort hinterlegt. Also ich drücke jetzt hier lange auf die 1. Zack, der Sender wurde gespeichert. So, und wenn ich jetzt einen anderen Sender hinterlegen will, zum Beispiel auf die Zahl 2, also auf den zweiten Platz, muss ich ja in die Senderliste kommen. Ja? Und in die Senderliste, um da reinzukommen, habt ihr 2 verschiedene Wege. Ihr könnt hier zum einen auf die Menütaste drücken, ja, und dann ist der erste Punkt schon Senderliste. Klickt ihr auf Select und ihr seid in der Senderliste drin. Ihr könnt aber auch einfach mit dem Joystick nach oben oder nach unten drücken. Ich mache das jetzt mal und zack, seid ihr in der Senderliste drin. Ja? Und sagen wir mal, ich will jetzt auf die 2 das Ding auswählen. Hinterlegen. So, er ist verbunden. Ich drücke jetzt hier lange auf 2. So, und wir haben jetzt auf der 2 das Ding. So, und eben habe ich ja auf die 1, was war das, 90s gelegt. Ich drücke jetzt auf die 1 und er verbindet sich mit 90s. Ja, also ganz einfach. Und in jedem Modus, in dem ihr seid, habt ihr über die Menütaste so ein Kontextmenü, also wo ihr noch verschiedene Sachen machen könnt. Das habt ihr eben schon mal kurz gesehen. Also, ich bin jetzt hier im DAB-Modus und drücke mal auf Menü. Und dann bin ich in diesem DAB-Menü. So, und da kann ich in die Senderliste rein, habt ihr eben gesehen. Ich kann einen vollständigen Suchlauf machen. Ja, also das, was gerade eben nach der Ersteinrichtung schon gemacht wurde, könnt ihr aber auch nochmal manuell anstoßen. Ihr könnt auch einen Sender manuell hinterlegen, ja, über die Frequenz. Das ist auch möglich. Übrigens, wenn ihr im Menü seid, irgendwo in einem Unterpunkt drin, 1 zurück, kommt ihr immer mit der Menütaste. Also die einfach drücken, dann geht ihr 1 zurück. Also ich bin hier beim Menü manuell einstellen, drücke auf Menü und springe eine Ebene zurück. So, dann haben wir hier den Punkt inaktive Sender löschen. Ja, also ihr könnt alle Sender, die inaktiv sind, die quasi die es nicht mehr gibt, hiermit löschen. Ja, wenn ihr zum Beispiel schon seit nach einem Jahr oder so mal ein Jahr lang keinen Suchlauf mehr gemacht habt und da sind vielleicht irgendwelche Sender, die es gar nicht mehr gibt, könnt ihr die damit löschen. Dann haben wir hier Lautstärkeanpassung und Lautstärkeanpassung ist eine Dynamikkompression. Ja? Also da werden quasi die Unterschiede zwischen lauten und leisen Tönen reduziert. Reduziert, damit alles so ungefähr gleich laut klingt. Das mag ich nicht so, deswegen habe ich das immer auf aus, damit die Musik einfach dynamischer klingt.
Und das ist auch hier vorausgewählt DRC aus. Ja, das seht ihr also hier. So, was können wir noch im DAB-Menü einstellen? Die Senderreihenfolge. Ihr könnt die Senderreihenfolge alphanumerisch oder nach Anbieter sortieren lassen. Alphanumerisch ist die Standard-Einstellung und das ist auch, finde ich, die logischste Einstellung, weil ihr einfach hier wunderbar nach dem Alphabet hier die Sender suchen könnt und dann kann man ja, es geht einfach einfacher, finde ich, ja. So, was haben wir hier noch im DAB-Modus? Ja, und dann haben wir das Hauptmenü und ihr habt in jedem, von jedem Modus in dem Kontextmenü, ja, also in diesem Einstellungsmenü, habt ihr am Ende immer nochmal den Punkt Hauptmenü und da könntet ihr quasi hier in dieses Hauptmenü reinkommen, ja. Also, genau, so funktioniert das. So, und um jetzt in den nächsten Modus zu kommen, also in einen anderen Modus, könnt ihr, wie gerade eben gezeigt, zum einen hier auf Menü gehen, dann geht ihr auf Hauptmenü und dann habt ihr hier die ganzen verschiedenen Modi, die das SuperConnect Stereo unterstützt. Oder ihr klickt einfach hier auf die Modus-Taste, die ganz links ist. Ja? Die habt ihr auch auf der Fernbedienung. Ja? Hier, ich hoffe, er stellt es scharf. Hier ist eine Modus-Taste. Ja? Aber auf der Fernbedienung, das Schöne ist, habt ihr hier unten auch nochmal Tasten, wo ihr direkt in einen Modus kommt. Ja? Also DAB, IR für Internetradio und Bluetooth für den Bluetooth-Modus. Also in diese drei Modi kommt ihr direkt mit einem Drücken rein. Das ist also sehr, sehr praktisch. Ja? Von daher im Alltag kann ich euch sagen, benutzt ihr hier die Fernbedienung, weil die Bedienung einfach einfacher ist. Ja? Also ich drücke jetzt mal hier auf Mode und der nächste Modus ist FM-Radio. Ja? Und er spielt halt hier die Frequenz ab, ja, 87,5 MHz und ihr könnt die Frequenz hier mit dem Joystick manuell einstellen. Ja, ihr seht es schon, ich gehe nach oben und dann stellt er die ein. Ihr könnt aber auch ein bisschen lange nach oben oder nach unten drücken, so 1-2 Sekunden und dann fängt er einen Suchlauf an. Ich zeige euch das mal. 1-2 und er sucht jetzt von der niedrigsten Frequenz bis zur höchsten so lange, bis er einen stabilen Sender findet. Und das ist jetzt hier die 91,6 MHz, also SWR3. Und auch hier könnt ihr wieder Sender speichern. Ja? Zum Beispiel sage ich, ich will SWR3 auf die 3 speichern. Ich drücke hier lange drauf. 1-2. Ja? Und auf der 3 ist jetzt SWR3 gespeichert. Wenn ich jetzt hier die 1 drücke, seht ihr, der ist leer. Das heißt, die Senderspeicherplätze zwischen DAB und FM sind unabhängig. Ja? Also ihr könnt 7 Sender hier im FM-Modus belegen, in einer komplett unterschiedlichen Reihenfolge, wenn ihr wollt. Und 7 Sender belegen im DAB-Modus in einer komplett unterschiedlichen Reihenfolge. Ja? Also das ist hier möglich. So, und dann schauen wir uns mal das Kontextmenü an, was ihr im FM-Modus also alles einstellen könnt. Ich drücke hier wieder auf Menü. Ja, und dann haben wir als ersten Punkt Suchlaufeinstellungen. Ich gehe da rein. So, und ihr könnt hier einstellen, ob nur kräftige Sender gefunden werden sollen oder gesucht werden sollen oder nein, also auch schwache Sender. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, wenn hier vorausgewählt ist nur kräftige Sender, dann kann es sein, dass er auf dem FM, im FM-Modus sehr wenig findet, weil er da wirklich sehr genau ist und darauf achtet, dass der Sender sehr starken Empfang hat, ja. Also von daher, wenn ihr viel empfangen wollt, viele Sender empfangen wollt, dann wählt ihr hier einfach auf Nein. So. Und dann findet er auch Sender, die vielleicht nicht den allerbesten Empfang haben, ja. Und ihr findet einfach im FM-Modus viel mehr Sender. Das nächste und das, ja, letzte, was man hier noch einstellen kann, ist Audioeinstellung. Und ihr seht schon, hier oben steht FM-Empfang schwach, nur Mono. Das bedeutet, dass wenn der FM-Empfang schwach ist, könnt ihr hier ihm sagen, er soll dann auf Mono wechseln, ja, damit der Sound ein bisschen stabiler ist, ein bisschen besser ist. Aber vorausgewählt ist Nein. Das bedeutet, dass er auch bei einem schwachen Empfang immer in Stereo wiedergibt. Ja? Und das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, ist auch deswegen vorausgewählt. So, und das ist das Letzte im FM-Modus. Ja? Das Nächste ist wieder ins Hauptmenü zu kommen. So. Dann gehe ich hier wieder raus, ja, und mit Mode gehen wir in den nächsten Modus und das ist Bluetooth Audio. Und ihr seht es schon, im Display steht Ladevorgang, der ist also jetzt schon im Kopplungsmodus, ja. Also wenn ihr den Bluetooth-Modus das erste Mal auswählt, wenn ihr das Radio ganz neu gekauft habt und erst einrichtet, dann ist er im Kopplungsmodus. Ihr könnt aber auch, um zum Beispiel ein zweites Smartphone zu verbinden, geht ihr einfach wieder auf Menü.
Bluetooth einrichten. Ja, das ist der erste Punkt. Und dann ist er hier wieder im Kopplungsmodus. Ja, und dann nehme ich jetzt mein Smartphone, geht in die Einstellungen. Bei mir ist es halt jetzt ein iPhone mit iOS. Dann geht ihr in Bluetooth und sucht einfach im Gerät nach einem neuen Gerät. So, und der sucht jetzt bei mir. Das kann jetzt ein bisschen dauern. So, und da wird es jetzt angezeigt, Super Connect Stereo. Dann gehe ich da einfach drauf. So, zack, es ist verbunden. Im Display wird auch verbunden angezeigt. Und ich kann jetzt entweder am Smartphone die Musik wiedergeben oder hier über die Tasten. Ja, also ihr seht schon, ihr habt hier eine Play-Taste, eine Pause-Taste, eine nach rechts Skip- oder Weiter-Taste und eine nach links zurück Skip-Taste, keine Ahnung, wie sich das nennt, ja, so ein Lied zurückzumachen zum Beispiel. Und ich gehe jetzt hier auf Play. Na, wird's, genau. Ihr seht, wie die Zeit hier läuft. Das Lied wird wiedergegeben. Ich mach's mal ganz kurz lauter. Wird gerade irgendwie nicht angezeigt. Ich weiß gerade nicht warum. Ah, okay. Ich weiß, warum es nicht ging, weil ich eine Bildschirmaufnahme laufen hatte und bei der Bildschirmaufnahme nimmt er quasi den Ton vom Handy auf. Ja? Also ihr seht, es funktioniert hier wunderbar, Musik wird wiedergegeben und ihr könnt dann quasi hier Lieder weitermachen, pausieren, wieder Play machen. Das funktioniert wunderbar. So, was kann man hier noch im Bluetooth anzeigen, ja, im Bluetooth-Modus einstellen? Wir haben noch Details anzeigen, da gehe ich mal rein. Da könnt ihr euch anzeigen, die Bluetooth-Info, ja, also welche Firmware. Das sind alles hier so Informationen, die braucht ihr nicht. Das ist jetzt im Alltag nicht wichtig, ja. Dann ist also nicht so wichtig, dass ihr da mal reinguckt. So, dann haben wir hier aber noch die Liste der verbundenen Geräte. Ja, und wir sehen jetzt hier, das iPhone von Adam ist verbunden. Und noch welche Version von, weiß ich nicht was, ja. So, dann haben wir die Liste der gekoppelten Geräte, ja, also die Geräte, die eingerichtet wurden. Wenn ihr zum Beispiel im Laufe des Lebens der Super Connect Stereo, wenn ihr das Gerät also hier mehrere Monate nutzt, kann es ja sein, dass vielleicht 3, 4 verschiedene Geräte schon mal damit verbunden oder gekoppelt waren. Dann habt ihr hier in dieser Liste verschiedene, mehrere Geräte. Bei mir ist es halt jetzt ein Gerät. Ja, aber wenn ich jetzt von meiner Frau das Smartphone noch damit koppeln würde, wenn dann hier mehrere Geräte, ja, würde man das dann auch noch sehen. Ja, und das ist auch alles, was man hier im Bluetooth einstellen kann. Hey, du willst noch mehr Radiotests sehen? Dann abonniere den Kanal und like das Video. So hilfst du mir beim Wachstum des Kanals und ich kann für dich noch mehr Radios und Kompaktanlagen testen. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß! So, und dann gehen wir mal in den nächsten Modus rein. Hier wieder auf die Mode-Taste. Wir sind in AUX-In, ja. Und ja, ihr könnt also hinten quasi an den AUX-Eingang steckt ihr einfach irgendwas ein, ja, mit einem Klinkenanschluss, zum Beispiel einen externen MP3-Player oder irgendwie so einen tragbaren CD-Player. Und ja, dann könnt ihr die Musik quasi über das Super Connect Stereo wiedergeben. Ihr müsst halt dann den AUX-Eingang auswählen. So, dann gehen wir mal in den nächsten Modus. Achso, was kann man hier noch einstellen? Ich gehe mal rein. Ihr seht, im AUX-Eingang könnt ihr nichts einstellen, ja. Der ist halt wirklich einfach nur dafür da, um hinten was anschließen und das Super Connect Stereo einfach als Lautsprecher zu benutzen. So, dann gehen wir mal hier wieder raus und in den nächsten Modus. Und der nächste Modus ist das Internetradio. So, und da wir bei der Ersteinrichtung schon das Internet verbunden haben, hat er jetzt auch direkt alles geladen. Ja, wenn ihr das aber bei der Ersteinrichtung nicht verbindet, dann würdet ihr das jetzt hier verbinden, ja, das WLAN. So, und ja, ihr könnt dann im Internetradiosender zum Beispiel in Deutschland reingehen und dann sucht ihr in Deutschland nach Internetradiosendern, ja, lokale Sender, populär. Also, ne, ihr versteht schon, das muss ich jetzt nicht so genau erklären. Es ist wirklich sehr, sehr gut aufgebaut und man kommt da sehr gut klar, ja. Man hat aber auch noch den Punkt zum Beispiel Suche, ja, ich gehe mal in Suche. Und ihr könnt dann, das ist ein bisschen umständlich, ja, also einfacher ist es über die App, die zeige ich euch gleich noch, das zu suchen, aber ihr könnt auch quasi hier irgendwas auswählen, ja, einen Sender schreiben und dann sucht ihr den Sender hier. Ja, so, dann gehe ich nochmal zurück. Interessant ist sicherlich der Punkt populär, denn dort könnt ihr euch anzeigen lassen,
Sender, die sehr, sehr beliebt sind. Ja, und dann sieht man das jetzt hier und ich will einfach mal einen auswählen, damit ihr seht, wie das funktioniert. Sagen wir mal, ich will mal irgendwas aus, was ich quasi gar nicht kenne. Hier das. RTE Radio 1, wahrscheinlich was Französisches, würde ich einfach mal sagen. So, ich gehe auf Select, ja, er verbindet sich, dann ist es das, ihr könntet ihr quasi hier RTE, das ist dann quasi die Sendeanstalt oder wie sich das nennt, könntet ihr euch noch weitere Sender von denen anzeigen lassen, aber der allererste Punkt ist quasi der Sender selbst. Ihr drückt also nochmal auf Select, die Verbindung wird hergestellt. So, und ja, die Musik spielt. Ich mache mal kurz laut. Genau, ja, also so funktioniert das. So, und dann gehe ich jetzt hier auf Menü und in diesem Kontextmenü, in den Einstellungen vom Internetradio, könnt ihr auch noch eine Liste euch anzeigen lassen von zuletzt gehörten Sendern. Ja, ihr könnt aber auch, ihr seht hier schon eine Senderliste, ja, ich gehe da mal drauf. So, das ist also die Senderliste von Anfang an. Ihr könnt aber auch hier wieder einen Sender speichern. Ja, sagen wir mal, ich will RTE Radio 1 auf die einspeichern. Ich drücke hier lange drauf. Und ihr habt also auch hier wieder 7 physische Presets oder Favoritentasten, um auch im Internetradio-Modus eure Lieblings-Internetradiosender zu speichern. Ja? Also das finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. So, dann gehen wir in den nächsten Modus. Und das ist Podcast. Das ist also analog zum Internetradio-Modus. Ihr könnt hier quasi ungefähr, der Menüaufbau ist fast identisch, nur dass ihr hier eben sucht nach Podcasts. Ja? Jeder kennt Podcasts, muss ich jetzt nicht so genau erklären. Ja? Im Kontextmenü seht ihr auch wieder zuletzt gehört, könnt ihr euch da anzeigen lassen und die Podcast-Liste. Und auch hier könnt ihr wieder euren Lieblingspodcast speichern, ja? Also auf eine der Favoritentasten. Können wir ja mal machen. Ich gehe mal hier auf Podcast-Liste und dann wählen wir einfach mal einen Podcast aus. Deutschland, populär. Check, Pod, kenne ich nicht. Gehen wir mal drauf. So, dann könnt ihr jetzt hier die Episoden auswählen. Ja, ihr seht hier die ganzen Episoden von diesem Podcast. Ich mache mal hier die Episode. So. So, er verbindet sich, lädt es und der Podcast läuft. Ihr seht, 20 Minuten 35 ist der maximal, ist der halt lang, es läuft und sagen wir mal, ich will diese Folge, weil ich die so toll finde, will ich die jetzt hier speichern, drücke ich auf die 1 und ihr habt quasi eure Lieblings-Podcast-Folge auch hier auf einem Favoriten, Platz hinterlegt. Warum man jetzt eine spezielle Folge da irgendwie speichern möchte, weiß ich jetzt nicht, ne? Das ist ein bisschen uninteressant vielleicht, aber es ist theoretisch möglich. So, dann gehen wir jetzt mal in den nächsten Modus. Ich drücke mal wieder auf Mode. Und dann sind wir im Spotify-Modus. Und ihr seht schon hier im Display, hier steht, verwende dein Smartphone. Und er will euch damit sagen, dass ihr quasi jetzt die Spotify-App öffnet. Und dann könnt ihr nach dem SuperConnect Stereo suchen und euch dann also das bei Spotify hinterlegen. So, und das mache ich jetzt einfach mal. Ich suche mal hier bei mir nach der Spotify-App. So. Das ist jetzt die Spotify-App. Dann gehe ich in die Einstellungen, zu Geräte, auf Geräte-Menü. Und so, da seht ihr bei mir hier schon oben, da steht SuperConnect Stereo. Ich wähle das aus. Und er ist verbunden. Und ihr seht schon im Display, das letzte Lied, was ich gespielt habe, ist All of Me von John Legend. Und im Smartphone, in Spotify sieht man das auch. Ja? Also das ist jetzt gekoppelt und ihr könnt dann quasi das Smartphone auch ausmachen und ihr könnt auch hier dann wieder steuern. Ja? Ihr drückt hier auf Play, die Musik läuft, ihr geht nach rechts, um dann ein anderes Lied abzuspielen. Zum Beispiel bei mir jetzt Eva Cassidy Imagine. Ich gehe aufs nächste und so weiter. Also ihr könnt Spotify dann komplett über das Gerät hier steuern und müsst es nicht übers Smartphone machen. Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine coole Funktion. So, ich gehe mal hier auf Pause und ja, auch bei Spotify gibt es ein Kontextmenü, aber hier gibt es auch wieder nichts einzustellen, außer dass ihr ins Hauptmenü reinkommen könnt. Ja, das ist jetzt Spotify. Also wirklich sehr, sehr einfach die Verbindung. So, der nächste Modus ist Amazon Music. Das funktioniert analog zu Spotify, kann ich euch aber nicht zeigen, weil ich Amazon Music einfach nicht habe. Ja, ich habe da jetzt kein Abo oder so, von daher kann ich das jetzt nicht euch zeigen, aber das funktioniert genauso wie bei Spotify. Ihr geht in die Amazon Music App, sucht nach dem Gerät,
wählt es aus und zack, ist es verbunden und ihr könnt dann quasi über die Amazon Music App hier Musik wiedergeben oder über die Tasten das übers Gerät steuern, ja? So, genau. Und das Kontextmenü, na, ah, genau. Da ich jetzt noch nicht verbunden war, gibt es halt quasi hier kein Kontextmenü. So, der nächste Modus ist dieser. Auch das hier ist wieder so eine Streaming-App, ja, die ihr quasi auch hier wieder direkt übers Gerät steuern könnt. Diese habe ich auch nicht, überspringen wir jetzt auch. So, und der letzte Modus ist der DAB Plus Modus. Ja, also das waren jetzt alle Modi vom SuperConnect Stereo von Revo. So, und dann will ich euch noch zeigen, dass die Systemeinstellungen. Ja, da gehe ich hier aufs Menü. So, dann gehe ich hier bis runter zu Hauptmenü. Und im Hauptmenü der letzte Punkt ist hier Systemeinstellungen. Ja, zu Sleep und Wecker komme ich gleich noch. Wir gehen in die Systemeinstellungen und das erste, was wir hier sehen, wir haben einen Equalizer. Ja, ihr könnt also den Sound noch ein bisschen einstellen. Voreingestellt ist normal, finde ich auch gut so. Ja, es gibt hier auch verschiedene Presets, also solche vorgefertigten Equalizer-Einstellungen. Aber schön ist, ihr habt auch einen eigenen Equalizer. Ja, also meine EQ-Einstellung, ihr geht dann da drauf und könnt dann einstellen, soll der Bass stärker oder schwächer sein. Ja, und ihr seht schon, na, wartet mal. So. Ja, und dann kann man jetzt hier den Bass von minus 14 plus 14 verstellen. Ja, also weniger oder stärker machen. Ja, wie man das eben haben möchte. Und bei den Höhen genauso. Und ihr könnt dann noch Loudness aktivieren oder deaktivieren. Ja, Loudness bedeutet, dass wenn ihr leise hört, dass er dann einfach so die Bässe ein bisschen anhebt und die Höhen, damit das nicht so langweilig klingt. Ja, das ist die Loudness-Funktion. Also ganz simpel erklärt. Ja, bitte alle HiFi-Profis, bitte bringt mich jetzt nicht um. Ja, so, okay, Änderung speichern. Nee, möchte ich nicht. Ja, habt ihr jetzt nicht gesichert. Aber wenn ihr jetzt quasi hier eine eigene Einstellung machen würdet, dann speichert ihr diese und dann wählt ihr hier mein EQ aus und dann ist es diese Einstellung, die ihr hier unten eingestellt habt. Die ist dann aktiv, ja. Aber wie gesagt, ich habe hier normal ausgewählt und das klingt für meine Ohren auch am besten bisher. Ja, ich bin noch in der Testphase, aber es klingt für mich am besten so. Okay, der nächste Punkt ist Audio-Stream-Qualität. Die ist auf Mittel eingestellt, gewöhnliche Qualität nennt sich das. Würde ich auf jeden Fall auf Hoch einstellen, ja, ganz klar. Dann haben wir Internet-Einstellungen. Ja, da könnt ihr dann also quasi nochmal diese ganze Verbindung anstoßen über Netzwerkassistent, Einstellungen anzeigen. Ja, ich gehe da mal rein. Ihr seht dann also MAC-Adresse, IP-Adresse und so. Will ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, das ist für 99,9% der Leute unwichtig. So, nachdem ich gerade eben einen kurzen Hustenanfall hatte, können wir jetzt weitermachen. Also wie gesagt, Internet-Einstellung ist in der Praxis unwichtig. Sobald ihr beim Einrichten euer WLAN verbunden habt, müsst ihr da auch nicht weiter rein. Ja? So, das nächste wäre Zeit und Datum. Auch das habt ihr bei der Einrichtung eingestellt. Aber auch hier könnt ihr quasi nochmal einstellen. Bei Zeit- und Datum-Einstellung manuell könnt ihr das nochmal verändern, ja, oder die Zeitaktualisierung einstellen, worüber er das aktualisieren soll, also DAB, FM oder übers Internet. Ja, das habt ihr aber alles schon eingestellt bei der Einrichtung. Dann haben wir Sprache, ist sicherlich für viele interessant. Was gibt es für Sprachen? Ja, also wir haben Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch. Svenska, Slowenisch, Slowakisch, ich hoffe Slowenisch, Türkisch, Englisch, Dänisch, Niederländisch, Suomi, Französisch, ja und wieder Deutsch. Also sehr, sehr viele Sprachen hier zur Wahl, finde ich auf jeden Fall super. So, dann haben wir noch die Werkseinstellungen. Ja, also ihr könnt das Radio ganz einfach auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Das habe ich auch eben gemacht, ja, damit ich euch von Anfang an alles zeigen soll, wie das hier funktioniert und aussieht, wenn ihr es neu gekauft habt. So, dann haben wir noch Software-Update. Ihr könnt hier nach einem Software-Update suchen. Ja, ich gehe jetzt hier einfach auf Jetzt prüfen und dann sucht er einfach übers WLAN nach einer neuen Version. Aber gestern habe ich geguckt, gibt es auf jeden Fall keine. So, und ist abgeschlossen die Suche. Ja, die Software ist aktuell.
So, bei Auto-Update könntet ihr quasi noch einstellen, ist auch voreingestellt auf Ja, dass er einfach periodisch nach einer neuen Version prüft. Also nach einer gewissen Regelmäßigkeit sucht er einfach ab und zu mal, gibt es eine neue Version oder nicht. Ja, so, dann haben wir nochmal den Einrichtungsassistenten. Den könnt ihr auch nochmal aus den Systemeinstellungen heraus starten. Ja, also ohne, dass ihr auf Werkseinstellungen geht. Dann haben wir Info, ja, da seht ihr die Softwareversion, Spotify-Version, ja, also verschiedene Informationen über das Radio selbst, aber auch das ist für euch uninteressant. So, Datenschutzerklärung. Und ich glaube, das ist der letzte Punkt, ne? Genau. Der letzte Punkt ist Brightness, den haben die komischerweise nicht übersetzt, aber das ist die Helligkeit vom Display, ja, und dann gehe ich rein und ja, ihr könnt einstellen zum einen Timeout. Timeout bedeutet, voreingestellt ist hier 10 Sekunden, nach welcher Zeit er im Standby dass die Helligkeit reduziert, ja, also es dunkler wird. Und voreingestellt ist 10 Sekunden. So, dann gehe ich jetzt mal hier auf Standby, zeige ich euch nochmal kurz. So, und ihr könnt jetzt also einstellen, dass er im Standby eine niedrige Helligkeit hat, ja, weil das vielleicht möchte man, wenn das Radio ausgeschaltet ist oder die Kompaktanlage ausgeschaltet ist, dass das Display nicht so hell leuchtet, weil das ja vielleicht stören würde, wenn man es im Wohnzimmer hat und parallel Fernsehen gucken möchte. So, das ist also jetzt niedrig eingestellt. Und dann können wir natürlich noch die Helligkeit im Betrieb einstellen. Und die ist auch auf hoch, ja, voreingestellt. Also ihr seht das Radio jetzt hier in diesem Video die ganze Zeit auf hoher Helligkeit. Würde ich auch empfehlen, ja, ich zeige euch mal, wie es ist bei der niedrigen Helligkeit. Ja, ihr seht, das wird schon deutlich dunkler. Jetzt gehe ich noch auf die mittlere. Ist ein bisschen besser, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen auf hoch, weil ja, sieht einfach besser aus und das ist halt so ein schönes Punktmatrix OLED-Display, ja, so ein bisschen Retro. Also es hat eine tolle Optik, dieses Display. Und da finde ich, sollte es einfach auf hoch sein, weil auch die Ablesbarkeit besser ist und es einfach auch besser aussieht. Aber ich habe euch ja eben gezeigt, Standby haben wir ja jetzt auf die niedrige Helligkeit eingestellt und nach 10 Sekunden soll das einsetzen. Ja? Und ich mache jetzt das Radio über diese Taste hier einfach aus, ja, also in den Standby. Hilfe! So, jetzt ist die Fernbedienung runtergefallen. Ihr könnt aber auch das Radio natürlich ausmachen über die Fernbedienung hier mit dieser Taste. Ja? Ich schalte es jetzt einfach hier aus. So, wir sind jetzt im Standby. Und nach 10 Sekunden wird das Display jetzt dunkler. Ja, das ist jetzt die maximale Helligkeit und wir haben ja den Timeout auf 10 Sekunden eingestellt. Und zack, ist es jetzt im Standby auf der niedrigsten Helligkeit. Ja, und ihr habt gesehen, ihr könnt bei Standby einstellen hoch, mittel, niedrig und aus. Wenn ihr aus auswählt, dann ist er ist er im Standby, ist das Display aus. Ja, also für alle, die das dann vielleicht stört, dass das Display leuchtet, macht euch keine Sorgen, ihr könnt es im Standby auf jeden Fall auch ausschalten. So, ich mache es jetzt wieder an. So, dann gehen wir wieder in die Systemeinstellungen. Genau. So, und dann wollte ich euch noch zeigen, Sleep und Wecker. So, erstmal Sleep. Ihr könnt hier einstellen, ob das Radio ausgehen soll nach einer bestimmten Zeit. Also zum Beispiel habt ihr das vielleicht im Schlafzimmer und ihr wollt zum Einschlafen Musik hören und ihr wollt, dass das Radio nach oder das Superconnect Stereo nach einer halben Stunde automatisch ausgeht. Ja, dann wählt ihr hier 30 Minuten aus. Okay, so geht hier raus. Wieder, ja, sagen wir mal, ich wähle jetzt hier einen Sender aus und im Display seht ihr jetzt hier eine 30. Ja, das ist also quasi dieser Sleep Timer. Es wird also angezeigt, nach 30 Minuten wird das Radio von alleine ausgehen. Ja, also das ist auf jeden Fall eine schöne Funktion. Und ihr habt auf der Fernbedienung eine Sleep-Taste und über diese Taste könnt ihr quasi diese Funktion direkt erreichen. Ihr müsst also nicht erstmal in das Hauptmenü und in die Systemeinstellungen gehen. Ja, also ich drücke jetzt einfach mal auf Sleep. Und ihr seht es schon, ich bin hier im Sleep-Timer drin, ja? Und kann jetzt quasi über die Tasten hier in der Fernbedienung oder hier den Sleep-Timer einstellen. Und die letzte Funktion, die ich euch noch zeigen möchte, ist die Wecker-Funktion, ja? Die nennt sich auch Alarm. Also auf der Fernbedienung habt ihr eine Alarm-Taste, da kommt ihr so in den Wecker hinein. Oder hier am Gerät nennt sich das auch Alarm, aber im Hauptmenü nennt sich das Wecker. Also ich drücke jetzt mal hier auf Alarm und ihr seht, ihr habt zwei verschiedene Wecker zur Verfügung, die ihr euch einstellen könnt. Also sagen wir mal, ich will jetzt den Wecker 1 einstellen.
So, dann könnt ihr einstellen, soll der wiederholt werden oder soll der nur einmalig ablaufen? Ja, wenn eine Wiederholung aus ist, dann wird der nur einmalig ausgeführt. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Und als nächstes können wir die Uhrzeit auswählen. Ja? Ich wähle jetzt hier eine Uhrzeit aus. So, wir haben 19.15 Uhr, wo ich das jetzt hier aufnehme. Nach oben, genau, das blinkt jetzt. Und nach oben oder unten könnt ihr einfach die Zahl einstellen. Ich mache jetzt 19. Und damit der gleich klingelt und ihr seht, wie das funktioniert, stelle ich jetzt hier 53 ein, also in 2 Minuten. Dann könnt ihr den Modus auswählen. Ja, ich sage jetzt, er soll im DAB-Modus starten, ja, den Wecker starten. Dann habt ihr Programme. Zuletzt gehört macht er dann. Also das Letzte, was ihr im DAB-Modus gehört habt, würde er dann wiedergeben. Oder ihr könnt auch etwas aus euren Favoriten auswählen. Ich wähle jetzt hier 90s aus. Dann könnt ihr sogar noch die Lautstärke einstellen. Ja, ich will jetzt zum Beispiel, dass der ja, relativ laut startet, ja, hier auf 20, damit man richtig schön aus dem Bett fällt. Und dann gehe ich auf Speichern und der Wecker wurde gespeichert. So, und der wird um 19.53 Uhr losgehen und ich schalte das Radio jetzt einfach mal aus. Und ihr werdet gleich sehen, wie der Wecker startet. Und das Schöne ist, dass er die Lautstärke langsam steigert. Das ist auf jeden Fall eine schöne Funktion. Und wenn der Wecker gleich startet, will ich euch eine unglaublich coole Funktion zeigen, die ihr vielleicht gar nicht kennt oder gar nicht wusstet, dass es das gibt. Denn es gibt hier eine Snooze-Funktion, also eine Schlummern-Funktion. Und die funktioniert, indem ihr einfach irgendetwas, irgendwo diese Metalloberfläche hier von dem SuperConnect Stereo antippt. Also die erkennt quasi Touch, ja. So, und der Wecker startet, ja, DAB wird ausgewählt, 90s wird verbunden. Und hört mal zu. So, ich mache es jetzt leiser, ja, damit das... Aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen so eine Ahnung gehabt, dass die Lautstärke sich langsam gesteigert hat. Und der Wecker ist jetzt weiterhin aktiv und ich drücke es hier irgendwo am Gehäuse und guck mal an. Ich habe jetzt eingestellt, dass er jetzt 5 Minuten noch schlummern soll und die Zeit läuft jetzt ab. Also das ist eine unglaublich coole Funktion. Und sagen wir mal, ihr kommt wirklich gar nicht aus dem Bett und wollt einfach nochmal länger liegen. Also ihr wollt nochmal 15 Minuten liegen, dann drückt ihr einfach nochmal. Ich drücke jetzt mal zum Beispiel hier 15. Dann habt ihr die Snooze-Zeit, also die Schlummerzeit, auf 15 Minuten eingestellt. Ihr könnt aber auch hier drücken. Ihr könnt aber auch hier drücken. Also diese Metalloberfläche hier ist irgendwie touchempfindlich. Das ist ganz, ganz toll gelöst. Ich schätze, das hat man gelöst, dass die so ganz leicht elektrisch aufgeladen ist. Also man merkt jetzt hier nichts, man hat jetzt hier keine Schmerzen oder so. Also das ist meine Theorie. Und man erkennt so quasi diese Touch-Gesten. Also das ist eine ganz, ganz tolle Funktion hier beim SuperConnect Stereo von Revo. Und den Wecker ausschalten könnt ihr einfach, wenn ihr hier die Alarmtaste drückt. Ja, oder einfach hier. So, Alarm ist aus. Ja. So, und der ist jetzt quasi so, ihr seht im Display 19.53 Uhr, also am nächsten Tag würde er wieder um 19.53 Uhr starten. Ja. Das macht ihr einfach dann aus, dann geht ihr hier einfach wieder in Wecker, geht hier in Wecker 1, Wiederholung ist jetzt hier auf täglich eingestellt, dann gehen wir hier oben auf aus, zack, unten auf speichern, der Wecker ist gespeichert und Wecker 1 ist aus und wenn ich das jetzt ausmache, dann seht ihr im Display wird jetzt nicht mehr angezeigt, dass da irgendein Wecker aktiv ist. Und abschließend will ich euch noch die App zeigen, die es hier beim SuperConnect Stereo gibt, die Bedienung auf jeden Fall wirklich deutlich vereinfacht. Also, ich starte mal die Bildschirmaufnahme. So, und dann geht ihr einfach in den App Store eurer Wahl. Ja, bei iOS ist es der App Store. Und ihr sucht nach Undock, also UND. So, da ist es schon das zweite bei mir, Undock. So, und das ist die allererste hier, ja, Undock. Nennt die sich, oder Undock. Ja, dann gehe ich da drauf, lade die runter. So, dann öffnet ihr die. Ihr müsst jetzt hier natürlich erlauben, dass ihr Geräte in eurem lokalen Netzwerk finden kann. Ja, bei Android kann das ein bisschen anders aussehen, aber sehr ähnlich. Dann noch die Datenschutzerklärung akzeptieren. Und das Radio oder das SuperConnect Stereo wird direkt angezeigt.
Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich gehe jetzt hier auf SuperConnect Stereo. Ja, ihr seht, er startet hier schon. Und ihr könnt über die App das Gerät komplett steuern. Hier am Anfang, direkt beim ersten Start der App, seht ihr hier so eine leichte, so eine kleine Einführung. Da wird euch alles genau erklärt. Das ist auf jeden Fall schön. Ja, das kann man sich am Anfang auch mal alles durchlesen. Ja, ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen schneller durch. Wenn euch das interessiert, was da steht, könnt ihr ja hier stoppen das Video und mal durchlesen. Ja, aber ich habe das jetzt alles schon gesehen. So. Na, was wollt ihr mir hier? Nee, will ich nicht. So. Und ihr könnt dann quasi über diese App auch die Modi wechseln. Und dafür geht ihr einfach auf Quelle. Und ihr seht jetzt hier alle Modi. Ja, und ich kann jetzt zum Beispiel hier gehen auf Bluetooth. Und ihr seht auch im Radio oder in der Kompaktanlage, es wird Bluetooth ausgewählt. Und in der App könnt ihr dann quasi auch wieder Bluetooth steuern. Ich kann aber auch über die App in Internetradio gehen. So, und er lädt das Internetradio. Und beim Internetradio ist es natürlich viel einfacher, das über ein Smartphone zu suchen, wenn man zum Beispiel irgendwas eintippen will. Und ich gehe jetzt hier auf Durchsuchen. Zack. Und ihr seht den exakt selben Menüaufbau, wie ich euch das eben gezeigt habe am Radio selbst. Ja, und ich kann jetzt hier auf Suchen gehen. Und das Schöne hier bei der App ist, ihr habt eine echte Tastatur und ihr könnt dann noch viel besser nach dem Sender suchen und ihr müsst das hier nicht am Radio so kompliziert über den Joystick eingeben. Ja? Also das ist ganz klasse. So, dann haben wir hier rechts oben, ja genau, die Quellen, ja, das sind hier die gleichen Quellen, muss ich euch jetzt nicht so genau zeigen. Unten seht ihr noch die Lautstärke, ja, das ist die Lautstärke hier am Radio, die ihr quasi einstellt. Dann habt ihr noch rechts oben dieses Zahnrad, das sind die Einstellungen. Und da seht ihr unten schon, ihr könnt zum Beispiel Equalizer einstellen. Ihr habt also Zugriff auch hier über die App auf den Equalizer, könnt es also auch darüber einstellen, Bluetooth, die Sprache, Tonqualität und Werkseinstellungen zurücksetzen. Auch das könnt ihr quasi hier direkt über die App machen. Das finde ich auf jeden Fall klasse. Und das zweite Symbol von rechts oben ist ja das Ein-Ausschalt-Symbol. Ihr könnt also auch über die App das Gerät aufschalten, habe ich jetzt gerade gemacht, und auch aus dem Standby wieder aufwecken. Ja? Zack, ist es wieder eingeschaltet. Also diese App ist wirklich klasse, die vereinfacht die Bedienung und ist eine tolle Alternative zur Bedienung am Gerät über die Tasten und zur Fernbedienung, die aber auch wirklich klasse ist. So. Das war's jetzt mit diesem Video. Wurde, glaube ich, diesmal sehr aufwendig, aber das ist eben auch hier eine Kompaktanlage, die sehr viele Funktionen hat und wo man einfach sehr viel machen kann. Und da wollte ich euch das einfach mal sehr genau erklären. Ja, für alle, die das erste Mal so eine Kompaktanlage haben oder die sich das Revo SuperConnect Stereo gekauft haben und jetzt einfach mal in Ruhe sich angucken wollen, was sie da alles machen können, wie sie es machen können, ja. Also, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne ein Like. Ihr würdet mich super unterstützen, wenn ihr dem Kanal ein Abonnement gibt, also wenn ihr mich abonniert, ja, um mich einfach zu unterstützen und ja, ein bisschen so diese Arbeit hier zu honorieren, weil ich mich hier echt wirklich hingesetzt habe. Und wie lange rede ich denn jetzt schon? Ich glaube, oh mein Gott, ich rede, glaube ich, schon 45 Minuten in die Kamera und mache dieses Video. Ja, gut, ich werde es gleich ein bisschen schneiden, wird vielleicht ein bisschen kürzer sein. Ja, aber es wäre wirklich klasse, wenn ihr mich abonniert, dann hilft ihr mir total. Und ja, ansonsten war es das mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet gerne beim nächsten Video ein, beim nächsten Test. Der Test von dem SuperConnect Stereo kommt natürlich auch bald online. Könnt ihr schon gespannt sein. Ich kann auf jeden Fall sagen, super, super tolles Gerät. Macht total Spaß, damit Musik zu hören. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Adam. Tschüss.